das Kiesbett ist nicht waagrecht, sondern senkrecht und mit Zement verstärkt, damit es nicht auseinanderbröselt. Jede Kurve ist blind, jede ist blind. Und es gibt nicht ein Motorradrennen, sondern es gibt 7 Autorennen und das Motorradrennen. Du hast den ganzen Tag voll Action. Das heißt, es klopft in einer durch. Pam, pam, pam. Leute, ihr könnt euch daran erinnern, dieses Jahr eines meiner spektakulärsten Events, Besuch auf der Isle of Man zur legendären TT. Und dort habe ich auch eine sehr legendäre Person getroffen. Steht schon neben mir, wir sehen fast aus wie die Zwillinge von der Frisur. Auf jeden Fall hat er legendäre Action auf der Isle of Man erlebt, beim Manx Grand Prix, bei der TT selber. Und auf der Isle of Man hatten wir aber so gut wie keine Gelegenheit, uns zu unterhalten. Und deswegen begrüße ich jetzt in diesem Video Horst Seiger. Horst, schön, dass du da bist. Servus. Schön, dass du Zeit hast, dass wir uns jetzt mal unterhalten über deinen Aufenthalt an der TT und wie es dir dort so gefallen hat auch. Das Setup ist ja perfekt. Wir sind hier in Sursee bei der Hochstädtler AG im Showroom. Genau. Und hier hast du ja deine eigene Ecke, das basierend auf deinen TT-Einsätzen. Du musst wissen, die Hochstädtler AG in erster Linie mit X Lederkombis sind ja seit der ersten Stunde bei mir als Unterstützer, Sponsor dabei. Das heißt, ich bin 25 Jahre Rennsport, 25 Jahre lang X gefahren. X und sonst nichts. X und sonst nichts. Ja. Von dem her kennen wir uns lang und der Boss hier, der Peter Hostetler, ist ein riesen Fan auch vom Motorsport. Überhaupt die Hostetler AG hat eine wahnsinnig lange Historie mit Motorsport. Das sind unglaubliche Größen, die da früher schon mit der Hostetler Yamaha durch die Gegend gefahren sind. Das ist eine Verbundenheit, die bis heute noch fortgepflegt wird. Und Motorsport wird hier tatsächlich groß geschrieben. Ich bin hier das erste Mal vorhin hier zur Tür reingelaufen und es ist wirklich verrückt, was hier an Motorrädern, also es ist fast wie ein kleines Museum in diesem Showroom, wo ja auch normale Motorräder, Straßenmotorräder verkauft werden. Klassische Zweitakt 500er Yamaha Grand Prix Maschinen. Ich habe da vorne gesehen, steht ein Superbike von Toprak oder ein Nachbau zumindest. Ne? Was haben wir noch? Petronas Nachbildung mit Rossi Autogramm. Genau. Alte Lederkombis, das WM-Motorrad von Domi Egger. Also es ist wirklich allein dafür schon wert, mir herzukommen. So, auf der Wand oben hängen auch noch 3 Motorräder. Also es ist schon Wahnsinn. Und die ganzen Lederkombis, die Originalen von den ganzen Stars, wo halt mit X unterwegs waren. Und alle alten Motorräder, die da sind, sind originale Rennmotorräder von damals. Die, wo die Besitzer entweder hier hergestellt haben oder auch der Hostetler AG gehören. Und es ist viel schöner, wenn in so einem Showraum so ein Motorrad stehen hast, als wie irgendwo zu Hause in der Garage zugedeckt und keiner kann es sehen. Also das ist schon ein Ort hier, den du auch besuchen kannst, wenn du nicht unbedingt was kaufen willst. Und Motorräder sind ja nicht nur alte da, sondern tatsächlich, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dir unter TT und Road Racing. Deine Mopeds stehen ja auch hier. Ja, genau. Und wir sind hier an der Metzler R6. Letzter Einsatz war damit wann? 2019. Also bevor uns Corona erwischt hat, war das mein Einsatzmotorrad. Und da steht noch die R1 neben. Mein zweites Einsatzmotorrad war auch 2019 auf der Isle of Man TT oder auch in Macau und so weiter gefahren ist. Macau ist ein gutes Stichwort, da reden wir gleich auch noch drüber. Ja. Aber vorher muss ich ganz kurz noch über das Erlebnis TT sprechen. 2019, dieses Motorrad das letzte Mal von dir im Einsatz dort auf der Insel. Wir haben uns jetzt aber dieses Jahr getroffen und du bist nicht im Lederkombi unterwegs gewesen, hast aber dafür sehr, sehr viele Leute im Schlepptau gehabt. Was treibt dich denn jetzt jedes Jahr noch da auf die TT? Ja, weißt du, ich habe schon sehr früh angefangen, vor 10 oder 15 Jahren, die ersten Fans, Leute, Unterstützer mitzunehmen an die Rennen und habe da probiert, irgendwie damit, die haben mir dann alle ein bisschen was gegeben dafür, damit ich alles organisiere. Und somit haben wir auch ein bisschen Kohle gehabt zum Rennfahren. Das heißt, wenn ich so eine Fanreise organisiert habe, dann ist der Gewinn ist eigentlich dann dahin reingeflossen, dass unser Diesel bezahlt war, unsere Unterkunft, unser Zelt, wo wir dort haben und so weiter. Und das haben wir nach meinem Unfall, ist halt alles ins Wasser gefallen und habe mehrere Leute gehabt, wo gern weiter das wollten und mich gefragt haben, hey, wo gehe ich am besten hin? Ich möchte trotzdem wieder dort besuchen, Nordwest 200 oder eben die Isle of Man und so weiter oder Macau. Und ich habe keine richtige Antwort gewusst, vor allem für deutschsprachig. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, wir lassen diese Fanreisen weiterleben und sind dann nach Corona gleich gestartet.
Und meine Frau, die Tamara, die hat immer Nordwest organisiert, weil das war damals zu viel für mich, alles zusammen, auch das Rennteam zum Organisieren und so weiter. Ja, so haben wir angefangen, diese Reisen aufzuziehen und ich habe da ein Gewerbe angemeldet, bin jetzt sozusagen Reisebüro, ja, ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, mit Versicherungen und tralala, alles, was man da braucht, die Genehmigungen, um Pauschalreisen zu veranstalten. Aber seitdem machen wir das jetzt und es kommt immer eine größere Beliebtheit rein. Wir haben eigentlich 4 Events, die wir im Jahr durchführen. Das heißt, es fängt an im Mitte Mai mit der Nordwest 200. Haben wir heuer erstmalig über 100 Teilnehmer gehabt. Wahnsinn. Sonst immer so um die 80 oder so, 60 bis 80, diesmal über 100. Und auch schon sehr, sehr viele Anfragen für nächstes Jahr, wo erst mit der Einteilung anfangen muss. Dann haben wir natürlich 2 Wochen später die DD, oder auf die Isle of Man. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben 206 Teilnehmer gehabt heuer. Und ich habe für nächstes Jahr 629 Anfragen. Und wir sind eigentlich seit 2 Monaten mehr oder weniger ausgebucht. Aber es fallen immer wieder, weißt, das ist wie Tetris. Fehlt immer was weg, kommt wieder was und dann wird immer wieder was frei. Ja. Und dann kann man für die, wo passt und so weiter, also es kann sich trotzdem jeder jetzt noch anmelden und im Endeffekt hat noch nie wer zu Hause bleiben müssen. Ja. Aber das Interesse geht voll durch die Decke und finde ich schön. Viele wollen natürlich auch mal Informationen haben, hey, wie läuft das alles ab? Ja. Und das ist für mich wichtig, dass ich ihnen genau erkläre, was sie erwarten können, dürfen und manche verwechseln das vielleicht mit einem Urlaub 5 Sterne in der Türkei oder so. Ja. Das ist es nicht, das ist ganz was anderes. Wir fahren dorthin, um die Rennen zu sehen. Ja. Und da geht es nicht darum, ich weiß auch nicht, so günstig wie möglich, so viel Luxus wie möglich zu erleben. Also ist wirklich was für die Leute, wo das Feeling haben wollen, das DD-Feeling. Und das kann man nirgends besser haben mit dort. Aber dazu sage ich dir später noch 2 Sätze, damit jeder weiß, was er sich vorstellen kann zum DD-Feeling. Und dann ist der Mengs Grand Prix, früher auch Classic DD, jetzt heißt es Mengs und Classic. Also das Classic heißt nicht mehr DD, sondern auch Mengs. Ja. Das ist jetzt gewesen, ist immer die letzte Augustwoche. Das ist auch die Veranstaltung, wo ich die größten Erfolge oben gehabt habe. Ich bin 2-mal dort am Podest gewesen mit meinem Superbike. Und das sind die ersten 3 Veranstaltungen, die wir haben. Und dann zum Abschluss, für mich persönlich krönender Abschluss, Macau Grand Prix, eine Reise in eine andere Welt. Reisen in eine andere Welt, das ist das richtige Stichwort. Diejenigen, die den Kanal aufmerksam verfolgen, haben ja vermutlich gesehen, dass ich dieses Jahr meine TT-Premiere als Zuschauer gefeiert habe. Dort Horst, wie angesprochen, getroffen und die Eindrücke und die Erlebnisse sind ja wirklich nicht mit irgendwas anderem zu vergleichen. Aber Stichwort andere Welt, Macau ist ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise außergewöhnlich, spektakulär, mit nichts zu vergleichen, glaube ich, auf der Welt. Und TT kennen sicher viele Leute, Macau doch deutlich weniger. Erzähl doch mal ganz kurz, was macht denn dieses Macau-Rennen überhaupt aus und was muss man sich darunter vorstellen? Wo liegen auch die Unterschiede zur TT? Das sage ich jetzt gerade direkt in die Kamera. Man kann jetzt viel erzählen, aber man muss es erlebt haben, um zu begreifen, was da abgeht. Und das ist bei der DD und in Macau gleich. Also bei der DD ist halt das Wahnsinnserlebnis. Du sitzt an der Böschung, die Motorräder fahren zum Angreifen an dir vorbei. Du spürst die Druckwelle, du spürst die Hitze vom Motor, du stellst die Haare auf. Es ist der Wahnsinn. Und du gehst rund um den Kurs und du musst nirgends Eintritt zahlen. Es ist alles frei. Und später gehst du ins Fahrerlager rein. Es ist frei, es ist kein Eintritt. Du schaust den Motorrad an, du redest mit den Fahrern und so. Und die ganze Insel lebt es. Und dieses Gefühl hast du. Und dieses DD-Feeling geht in dir auf und es ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Aber dafür ist es oft kühl, windig und du schaust auf die Uhr, oh nein, schon wieder verschoben. Macau ist das Gegenteil. Macau ist schön warm, schön warm. Du bist so halb asiatisch, halb, ich weiß nicht, es ist eine ehemalige portugiesische Kolonie, aber das Asiatische überwiegt ein bisschen. Und dann sind diese ganzen Bauten, diese Casinos. Ich weiß nur, wie 2013 habe ich Ausstellung gemacht, auch über Macau. Und da hat Macau 7-mal so viel Umsatz gemacht wie Las Vegas. Wahnsinn! 7-mal. Also das ist tatsächlich, um das einzuordnen, das war die Glücksspielmetropole Chinas sozusagen. Alle Chinesen sind spielsüchtig. Ja, das ist so. Chinesen sind spielsüchtig. Und
Macau ist der Ort, wo sie ohne irgendetwas hin können und wieder heimfliegen können. Ja. Ich habe mir das einmal erklären lassen. Das ist so, für die zählt, das ist so, wie wenn sie sich selbst darstellen gegenüber allen anderen. Ja. Sie arbeiten das ganze Jahr, sparen das Geld, ja, fahren eine Woche nach Macau und dann wulfern sie alles raus. Und je mehr, dass sie ausgeben, desto höher ist ihr Stellenwert in der Gesellschaft. So hat mir das wer erklärt, ob das so stimmt. Aber das, so ist mir das erklärt worden und da ist mir einiges, sind mir die Augen ein bisschen aufgegangen. Man darf sich nicht vorstellen dort, dass dann da übermäßig jetzt Alkoholexzesse und so weiter, das ist dort nicht. Ja. Die sind wegen dem Zocken dort. Ja. Die trinken Wasser und spielen. An der Bar sitzt kein Mensch. Also von dem her ist es noch lustig zum Ansehen. Wenn du dein Portemonnaie wo liegen lässt oder irgendetwas vergisst, die laufen dir nach. Dir wird nie ein Cent fehlen. Für mich ist das der sicherste Ort der Welt. Es ist faszinierend, dort nachts unterwegs zu sein und das alles zu sehen. Und tagsüber, es gibt so viele Möglichkeiten auch, was man auch besuchen kann, nebenbei vom Rennen, nur dass ich das erwähnt habe. Gehst alte Tempel anschauen, Jahrhunderte alte Tempel. Wir gehen auf den Macau Tower hoch, 360 Grad Drehrestaurant mit dem höchsten Bungee-Jump der Welt von einem feststehenden Gebäude. Und diese Eindrücke allein schon, wenn du dort ankommst, es ist der Wahnsinn. Und dann gibt es ja noch Rennen. Ja, genau. Und es gibt nicht ein Motorradrennen, sondern es gibt 7 Autorennen und das Motorradrennen. Und das heißt, du hast den ganzen Tag voll Action. Ja. Mit den Autos ist es so, sie haben keine Berührungsängste. Das heißt, es klopft in einer durch. Bam, bam, bam. Und dann, wir haben dort auch Fahrradlagerkarten, wo du rein kannst, wo die ganzen Chinesen und die anderen arbeiten an die Autos. Da haben wir ja nicht nur chinesische, sondern wir haben da Formelautos oder die Formel 2 oder Formel 3. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Formel 3 oder Formel, ich kenne mich nicht aus mit den Formeln. Die sind alle dort. Also es war immer so, dass die dann in der Formel 1 gefahren sind, sind alles Macau-Sieger gewesen. Ja. Und die sind dort, dann haben wir diese ganzen, die Tourenwagen-WM war immer dort, oder ich weiß jetzt nicht, wie das Programm heuer ist, ob sie wieder dort sind, aber Tourenwagen haben sie auf alle Fälle. Dann haben wir so Autos, Bugattis umgebaute und so, weißt du, Autos, wo du anschaust und denkst, wow. Und dort stehen 10 Einfamilienhäuser. Unglaublich, einer nach dem anderen. Ja. Einer nach dem anderen und die Chinesen sind am Schweißen, am Schneiden, am Schrauben, weil er wieder in die Mauer gefahren ist, weil ein anderer reingefahren ist. Und du kannst durchlaufen durch diese riesen Tiefgarage, wo die drinnen sind, oder draußen, wo die Formelwagen sind, in die Pitboxen oder auch die ganzen Motorräder. Also dieses Ticket haben wir immer dabei, damit alle da rein können. Und dann musst du das anschauen, wie das Treiben dort ist. Es ist schon sehr beeindruckend, aber das sieht man nirgends. Und natürlich haben wir die Tribünentickets dabei. Und wir haben dort 4 verschiedene Tribünen, wo wir alle abwechselnd ein bisschen durchgehen. Und eine ist mit Abstand die beste, nämlich das ist nach der Stadt Zielgeraden. Die erste schnelle Linkskurve und dann, was die ganze Gerade runtergeht, da sieht man auch super den Start und alles. Also diese Tribünentickets sind auch alle dabei und ich mache dort auch ein bisschen ein Showprogramm. Die Leute kommen an, wir gehen zusammen essen, wir sind am nächsten Tag am Macau, Tower oben am Essen, 360 Grad Restaurant. Wir machen eine Tour durch die Stadt, dass man auch ein bisschen was erlebt hat und gesehen hat. Und dann ein gemütliches Abendbier, ein Sky 27 Bar mit einem Ausblick über China und Macau und unglaublich. Also so geht es dahin, weißt du, und dann kommen die Tage mit der Rennaction und so weiter. Gehen wir mal die Tribüne. Und zum Schluss machen wir noch ein schönes Abschiedsessen. Und wir machen eigentlich meistens noch einen Abend in Hongkong. Wir reisen rüber, fahren dann rauf auf diesen Berg in Hongkong, den Tram, wo man über ganz Hongkong drüber sieht am Abend. Und machen wir da so wie ein Abschiedsessen. So ist der Plan. Ja. Und das Verrückte an der Geschichte ist, du hast jetzt die ganze Zeit geschwärmt und es fühlt sich für mich auf jeden Fall schon so an, als wäre das so eine Bucketlist-Geschichte, also ein Ding, das man im Leben irgendwie mal erlebt haben muss und mit Sicherheit nie wieder vergisst. Aber was wir noch gar nicht angesprochen haben, du hast mal erwähnt, es gibt dort Rennen und es gibt dort Automotorradrennen, aber Macau ist ja natürlich auch eine ganz, ganz besondere Strecke. Du hast erwähnt, man kann nicht direkt ran an die Strecke zum Zuschauen und das hat natürlich Gründe, weil Macau ist ja ein Stadtkurs, wie man das zum Beispiel auch aus der Formel 1 teilweise kennt oder aus der Champ Car, wo ja in diesen Stadtkursen gefahren wird. Und das ist für Autos und Motorrad identisch. Und ihr fahrt ja quasi eingemauert von
Leitplanken, kann man sagen, ne? Ja, das Kiesbett ist nicht waagrecht, sondern senkrecht und mit Zement verstärkt, damit es nicht auseinanderbröselt. Also, es sind überall Mauern und dann ist Fangzaun. Ein sehr hoher Fangzaun und es sieht alles gleich aus. Gelb, schwarz, gelb, schwarz, gelb, schwarz. Es ist irrsinnig schwierig, also du siehst, jede Kurve ist blind, jedes blind. Du siehst den Scheitelpunkt nicht, du siehst auch den Kurvenausgang nicht. Und das macht es so schwierig, das zum Fahren. Und das Problem ist, wenn du jetzt dann auch die erste lange Gerade runterkommst mit 300, du siehst nicht, was geht, weil die Kurve geht so rundherum. Und es sind überall schwarz-gelb, 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 schwarz-gelb. Du siehst die Kurve, dann kommt mit 300 hin und du... Keine Orientierungspunkte. Ja, genau. Es gibt diese Metertafeln, aber das nützt dir nichts, weil du nicht... Man muss sich rantasten. Meistens ist auch noch Ölbindemittel und so da von den Autos, wenn die jetzt ihre Crashs gehabt haben und so weiter. Also es ist schon sehr speziell dort. Und nicht selten einmal hat es in der Früh bei der Besprechung vom ersten Training, Motorräder sind das erste Training am Morgen, hat es eine kurze Besprechung gegeben, haben sie gesagt, ah Jungs, passt auf, da oben im Gebirge heißt es dort, es ist einfach durch die Altstadt durch, geht es bergauf und bergunter, da hat er ein LKW Diesel verloren, über 2 Kilometer. Oh schön. Und dann da haben sie einfach dieses Bindemittel aufgestreut, aber nicht weggekehrt. Jetzt fährt der erste drüber, hey, das staubt, du bist, siehst nichts, gell? Aber im Endeffekt, nach ein paar Rennen war das immer. Ich habe nie ein Problem gehabt dort mit Grip oder irgendwas, dass irgendwas rutschig war oder so. Das haben sie immer im Griff gehabt. Es ist halt, als Fahrer ist es total ungewohnt. Du fährst in Kurven, Donna Maria 2, diese lange Links. Das sind alles Parkplätze eigentlich, über die du drüber fährst. Mhm. Und da sind die ganzen Ölflecken von den Autos. Von den Autos. Immer Ölfleck. Und dann, aber es hat Grip, es hat Grip. Es ist, ja, es ist als Fahrer ganz was Besonderes. Als Zuschauer ist halt so, dass du auch diese Atmosphäre und so, und weil du im Fahrerlager drin sein kannst und so weiter, das spürst du auch, das Ganze. Du sitzt auf der Tribüne oben und du hast die riesen Videowolle noch vor dir und du bist trotzdem irgendwie live dabei, obwohl du auf einer Tribüne sitzt. Ja. Und das finde ich sehr gut, ja, dass das dort, dass man das Rennen trotzdem verfolgen kann und alles, obwohl man nicht so wie auf der Isle of Man direkt an der Böschung sitzt. Ich wollte sagen, das muss man an der Stelle ja dazu sagen. Ne? Isle of Man ist ja super besonders, weil ich mich wirklich gefühlt an den weißen Strich von der Straße setzen kann. Auf einer normalen Rennstrecke ist es ja aber eigentlich so, dass ich ja das Kiesbett dazwischen habe und oft mal sehr weit von der Strecke weg bin. Das heißt, in Macau bin ich ja höchstwahrscheinlich doch deutlich näher am Renngeschehen dran, an dem, was auf der Straße passiert, sprichwörtlich auf der Straße, als das, ich sag mal, am Red Bull Ring oder in Oschersleben oder in Assen der Fall ist. Ja, es gibt nämlich keine Kiesbetten, darum sind sie nicht im Weg. Weißt, ich bin ja ein Riesenfan, oder? MotoGP, ein Superbike-Fan, alles. Wenn du das im Fernsehen siehst, das ist für mich echt, das ist Wahnsinn, das zum Schauen, das ist, wenn es blöd klingt, ich schaue keine anderen Sportarten. Ich kann mir nicht ein Dart-Turnier anschauen oder sonst was. Ich will mir da keine Feinde machen, es gibt so viele Dart-Fans oder Ding. Aber ein Motorradrennen, aber ist natürlich auch meine Welt. Und ich war mal, nur eine kurze Geschichte, ich war zu Hause in Zeltweg auf Besuch und meine Frau war mit die Tamara und wir sind auf die Tribüne raufgegangen zum Zuschauen am Österreichring oder jetzt Red Bull Ring, weil ein Trainingstag war von der MotoGP. Und wir waren noch gar nie live MotoGP zuschauen, sondern nur im Fernsehen. Ja. Wir sitzen oben auf der Tribüne, schauen runter und zuerst ist natürlich der Wahnsinn gewesen. Wow, hey, schau da Rossi, oh, wow, schau der, hey, cool. Und nach 10 Minuten, 15 Minuten war die Luft irgendwie draußen. Wir sind so weit weggesessen. Ja. Die Motorräder waren so klein. Ja. Mit der Elektronik hast du nichts gesehen. Keine Bewegung im Motorrad, gar nichts. Ja. Du warst so weggesperrt, dass die Tamara gesagt hat, du, ich hab's gesehen. Ob das jetzt die IDM da wäre oder MotoGP, das macht für mich optisch jetzt keinen Unterschied mehr, weil wir so weit weg sind. Es war jetzt schön, das zu erleben, aber und dann schaust du es im Fernsehen und denkst dir, wow, Wahnsinn. Für mich gibt es Sachen, die muss man live erlebt haben, weil man das ganze Feeling mitnimmt und auch so Sachen sieht, die man zu Hause im Fernsehen nicht sieht. Ja. Wenn du ein Macau-Rennen zu Hause im Fernsehen siehst, das ist nicht das Gleiche, als wenn du dort warst. Ja. Und das Gleiche ist natürlich für die Isle of Man, das lässt dich dein Leben lang nicht mehr los.
So, jetzt hast du mir ja tatsächlich, nachdem wir uns auf der TT getroffen haben, und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich hier bin, ein sehr unmoralisches Angebot gemacht. Unmoralisch. Ich habe gesagt, wenn du es einmal erleben willst, dann komm doch bitte mit nach Macau und schau es dir selber an. Aber rein nur als Teilnehmer. Und dann berichtest darüber, wie du das erlebt hast, was du gemacht hast. Wir haben schon viele Filme gemacht über Macau, aber immer aus unserer Sicht, aus der Teamsicht von uns, Rennstrecke erklärt. Und jetzt möchte ich einmal, dass du mitkommst und das aus Sicht von einem Teilnehmer der Fanreise erzählst und erklärst. Genau so, wie es ist. Und dann, ich bin schon gespannt, was dabei rauskommt. Ein bisschen nervös auch. Ich tatsächlich auch. Also ich meine, du hast jetzt ja die ganze Zeit davon erzählt und die TT war ja für mich wirklich ein einmaliges Erlebnis dieses Jahr und ich musste auf jeden Fall wieder hin. Du hast es ja angesprochen. Die Wetterbedingungen sind ja immer herausfordernd, vor allem für die Fahrer natürlich, aber auch für die Fans, weil man viele Wartezeiten hat. Dieses Jahr hat die TT tatsächlich ihrem Namen alle Ehren gemacht und wirklich sehr, sehr viele Wetterkapriolen mitgebracht. Ja. In Macau ist das nicht so. Ich will wieder auf die TT. Ich will auf jeden Fall mit zum Macau Grand Prix, um mir das mal anzuschauen. Und ihr habt es jetzt ja wahrscheinlich auch gesehen. Mein Grinsen ist ja, während du erzählt hast, immer größer geworden. Also ich habe da richtig, richtig Lust drauf, auch auf das gesamte Programm drumherum, die ganzen Erlebnisse. Wann kommt man schon mal nach Asien und dann in so eine pulsierende Glücksspielmetropole? Also bin ich richtig, richtig heiß drauf. Und das Schöne an der Geschichte ist ja, wenn ihr jetzt auch Lust drauf bekommen habt, ihr könnt ja tatsächlich auch dabei sein, denn es gibt noch Plätze für die Reise, ne? Ja, dort ist auch kein Problem mit Plätzen, oder? Ich habe das Hotel, mit dem ich schon 20 Jahre zusammenarbeite, wo genau in der Mitte drin ist, zwischen alle Tribünen. Wir sind in 5 Minuten zu Fuß mitten in der Stadt drinnen. Wir sind in 10 Minuten am Fahrerlager. Wir sind in spätestens 10 Minuten an jeder Tribüne, wo es gibt. Also ist perfekt. Das ist das Hotel Rio mittendrin. Und mit dem habe ich die Abmachung, da kann ich immer noch Zimmer dazu buchen. Also das gibt eigentlich keine Sperre. Es gibt nur bei mir eine Anmeldungssperre. Irgendwann oder so schnell wie möglich, weil das Organisatorische sind, die Flüge, wenn die Flugpreise durch die Decke gehen, dann hat es keinen Sinn mehr. Also da so schnell wie möglich melden, wenn er mitkommen möchte. Die Flüge sind das eine, aber das andere sind diese Shuttle-Dienste. Früher sind wir mit der Fähre von Hongkong rübergefahren, direkt vom Flughafen. Diese Fähre fahrt jetzt nur mehr 2-mal in der Woche, weil seit Corona nicht mehr so viele Fluggäste ankommen, die nach Macau gehen. Das baut sich jetzt wieder langsam auf, aber die gibt es noch nicht wieder 3-mal täglich. Und die andere Fähre, die von Hongkong selber geht, ist zu umständlich. Du musst mit dem Bus nach Hongkong 1 Stunde, dann muss jeder durch dieses Gewurdel durch, und muss das Gepäck wieder aufgeben. Also bestelle ich Shuttle-Dienste. Sind wie Limousinen-Shuttles und da ist halt eingeteilt, da passen immer 5 oder 6 Personen rein, zack, zack, zack. Die holen uns ab am Flughafen und wir gehen sorglos, fahren wir rüber bis zum Hotel, müssen nur einmal den Reisepass rausgeben und am Retourweg vielleicht machen wir da noch ein Busding, aber das muss dann alles so vor Ort noch einmal je nachdem Personenanzahl und so koordiniert werden und auch natürlich der letzte Ausflug nach Hongkong auf den Berg hoch und so weiter. Das ist, man muss immer ein bisschen flexibel sein, aber das Programm steht, sagen wir, zu 95% ist es so, wie es aufgestellt ist. Und dann kann immer noch jeder selbst entscheiden, hey, ich komme mit in Hongkong rauf auf den Berg oder ich mache mein eigenes Ding, ich mache was anderes. Das ist nicht, wir bieten was für alle, wo keiner allein gelassen wird, aber es kann jeder machen, was er will. Ja. In Wirklichkeit, es wird nicht durchgezählt, wer ist anwesend, wer nicht. Also, das hört sich super spannend an und jetzt nochmal die Info an euch, wenn ihr dabei sein wollt und Horst und mich, also beziehungsweise ich begleite Horst und ihr könnt uns genauso mitbegleiten, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit zu buchen. Horst hat es gesagt, es gibt noch Tickets verfügbar. Einfachster Weg hier über den Link in der Videobeschreibung. Ich hau euch die Anmeldung zum Macau Grand Prix direkt mit rein. Und ansonsten könnt ihr unbedingt vorbeischauen bei saiga-racing.com. Genau. Da sind auch noch alle Informationen zu den Reisen zum Manx Grand Prix auf die Isle of Man und natürlich zum Vorbereitungsrennen bei den Northwest 200. Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Es sind ja nur noch 8 Wochen, kannst du sagen. Ne? Ja. Anfang, beziehungsweise Mitte November ist die Veranstaltung. Anfang November geht's los.
Ich kann es wirklich kaum aushalten. Und noch ein, das letzte Mal das Wort an dich an dieser Stelle. Was würdest du als dein persönliches Highlight sagen, was du in den letzten Jahren Macau sowohl als Fahrer als auch als Teilnehmer bis jetzt erlebt hast? Ich muss noch eins dazu sagen, Macau ist die einzige Reise, wo sich der Teilnehmer um gar nichts kümmern muss, wo alles von mir organisiert wird, vom Flug, die Fähre, Hotel, alles, jedes Ticket und alles, du musst dich um gar nichts kümmern, du kannst voll relaxen. Das ist das einzige Event, wo wir machen, weil bei den anderen Fanreisen machen wir die Anreise selbstständig, weil sonst läuft es aus dem Ruder, aber Macau muss ich machen, weil es ist echt aufwendig. Es ist gar nicht so einfach, wie man denkt, ja. Damit es auch alles super funktioniert. Mein Highlight von Macau, hey, mir kommen gerade die Tränen, ich bin heuer, werden es 20 Jahre. Diesen November, vor 20 Jahren, 2004, war ich das erste Mal in Macau mit Yard. Der Mandy Kainz und ich, so wie wir damals halt waren, wir fahren überall dort mit, wo wir was erleben können. Wir sind in Laguna Seca die Superbike-WM mitgefahren, wir sind in Macau mitgefahren, wir haben immer irgendwas Verrücktes gemacht. Und weißt, wenn du durchspazierst durch Macau am Abend und so, diese ganzen Erinnerungen und so, man wird direkt emotionell. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und eins von den größten Sachen, oder eins von den Sachen, wo ich mich erinnere in Macau, ist, ich habe einen Sturz gehabt im Training, im Qualifying, heftig gestürzt, habe aber, normalerweise ist dann aus für dich, du darfst nicht mehr weiterfahren, weil es könnte was am Motorrad sein, aber der Rennleiter ist ein guter Freund von mir und ich habe den Chinesen dort die Streckenposten überzeugen können, dass die den anfunken und die haben mich wieder rauslassen auf die Strecke. Ja. Und ich bin raus, bin zurück in die Box und ich habe noch keinen Qualifier drauf gehabt. Also ich habe die richtig schnelle Zeit noch nicht gehabt. Ja. Und ich bin runter, die haben das Motorrad notdürftig in 5 Minuten repariert, ja, haben den Qualifier reingesteckt und dann habe ich noch eine fliegende Runde gehabt. Nur eine. Und ich war 1,6 Sekunden schneller. Und es war die schnellste Runde, die ich jemals gefahren bin in Macau. Ja, war diese eine Runde. Ja. Ja, genau so ist es. Also 2:26:1. Ihr habt es gehört. Ich könnte es heute noch vergleichen mit der anderen Zeit. Ja, das. Und schau, ich denke, ja, ja, wirklich gerne. Also ich meine, mir geht es ja fast ähnlich so. Ne? Und ich muss die Geschichte noch abschließen, damit es auch noch was Lustiges zum Schluss hat. Fürs Rennen habe ich mehrere Spritzen bekommen, nachdem ich nach dieser Runde ins Spital eingeliefert worden bin, weil ich nicht mehr gehen habe können. Ja. Habe mich nicht mehr bewegen können vor Schmerzen, bin in Tränen gelegen, ich habe überhaupt nicht können. Am nächsten Tag war Rennen. Und ich bin 5. Startplatz oder was gewesen mit der Zeit von der einen Runde. Und der Doktor hat mir 3 Spritzen gegeben. Und ich schwör's dir, fürs Warm-up haben sie mich raufheben müssen aufs Motorrad und runter. Und ich bin nur rumgerollt, ich habe mich nicht bewegen können vor Schmerzen. Ja. Im Rennen waren alle Schmerzen weg. Ich bin 5. geworden und dann sind wir feiern gegangen. Und das war eine von den coolsten Nächten in Macau, wie wir dort gefeiert haben. Das Problem war, um 4 Uhr morgens haben die Spritzen ausgelassen. Oh. Genau auf dem Heimweg. Ich war zu Fuß unterwegs und habe noch ungefähr 1,5 Kilometer bis zum Hotel gehabt. Und ich habe so ungefähr eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 0,00001 Meter pro Sekunde gehabt. Ich habe mich nicht mehr bewegen können. Ja. Mit Tränen in die Augen. Aber egal. Also, das wollen wir natürlich nicht, dass ihr das erlebt. Spritzen wird es keine geben. Ihr müsst ja zum Glück auch nicht selber fahren. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Die Möglichkeit besteht. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und Horst hat ja angedeutet, ne? TT gibt es natürlich auch ab nächstem Jahr wieder. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie sich das erste Mal auf der Isle of Man anfühlt, dann empfehle ich euch natürlich mein Video von der TT24. Und an der Stelle bin ich am Ende mit dem Video. Horst, ich danke dir recht herzlich für die emotionale Einführung in die TT und in den Macau Grand Prix. Mhm. Und euch danke ich für die Aufmerksamkeit und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, und vergesst nicht, gell? Wer nicht nach Macau und nicht auf die TT will, der kommt mit an die Nordwest 200. Also ciao, tschüss. Ciao.